Ja, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt wird es nochmal spannend. Mir gegenüber sitzt Sven Hohorst, geschäftsführender Gesellschafter von Vago. Wir sprechen über das Thema China, Fluch oder Segen. Herr Hohorst, ich habe 5 Thesen für Sie vorbereitet, die ich Sie bitte mit richtig oder falsch zu beantworten. Sie dürfen jeweils einen Satz zur Erklärung anfügen. Sind Sie soweit bereit? Los geht's. Los geht's. So, These Nummer 1. China bleibt Produktionsland. Das ist richtig. Vor allen Dingen dann, wenn es Ihnen gelingt, gesellschaftlich und politisch stabile Rahmenbedingungen beizubehalten. These Nummer 2. Die Bundesregierung ist gefordert, nach chinesischem Vorbild die Weltrohstoffmärkte für deutsche Unternehmen zu sichern. Falsch, nicht nach chinesischem Vorbild, aber mit der gleichen Zielsetzung. These Nummer 3. China wird Deutschland bei der Elektromobilität überholen und damit mittelfristig die Vorreiterrolle in der weltweiten Fahrzeugindustrie erlangen. Richtig, quantitativ, falsch, qualitativ. These Nummer 4. Wohlstand ist für alle da, die Zukunft gehört den Schwellenländern. Richtig, weil hier die größten Nachholbedarfe sind und das Potenzial an Entwicklung am größten ist. Und die 5. und letzte These. Wissensbasierte Dienstleistungen und Hightech-Produkte sind eine langfristig sichere Domäne der westlichen Industrieländer. Falsch, langfristig sichere Domänen gibt es in dieser Welt nicht. Sehr schön. Herzlichen Dank an Herrn Hohorst. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Das war der Rote Couch Talk zum Thema China, Fluch oder Segen. Wenn Sie mögen, können Sie das Gespräch sehr gerne nochmal nachvollziehen auf unseren YouTube- und Facebook-Kanälen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank, dass Sie heute auf der Roten Couch zu Gast waren, Herr Hohorst. Ihnen auch vielen Dank, Herr Müller. Danke.